Ich habe noch nie ein Feedback bekommen wegen falsch angelegt. Aber doch jemand mit der Frisur. Und das ist also wirklich, gerade bei Frauen ist das doch wirklich prägend. Einmal war ich in der Rundschau, an der Theke. Und dann schreibt mir einer, ich sage doch über 50. Er hat es extra noch nachgeschaut. Und über 50-Jährige, die haben keine lange Haare zu haben. Und normalerweise habe ich ja offene Haare. Haben keine lange Haare zu haben. Und ich soll mir ein Beispiel an der Karin Keller-Sutter nehmen, unsere jetzige Bundesrätin, und mir doch so eine Kurzhaarfrisur zu tun. Ich habe dann geantwortet, besten Dank für Ihre Rückmeldung. Sie verkennen etwas. Ich habe abstehende Ohren. Gold Mireille ist ja kritisiert worden für die Frisur. Und Evelyn Wittmer-Schlumpf ist wegen der Frisur kritisiert worden. Aber bei den Kleidern, ich glaube, Männer, die einmal so ein bisschen kritisiert werden. Sie haben es auf die eine Art einfacher, oder? Weil der irgendwie, ich sage jetzt mal, der dunkelblaue Anzug oder irgendwie da, vielleicht allenfalls im Grauen. Sie haben es eigentlich einfacher, aber man sieht dann schon einmal so, also wenn man die Bundesräte anschaut, plötzlich ist so, der Berse ist cool angelegt mit den tiptop sitzenden Anzügen und irgendwie die anderen, die dann abfallen. Und das wird jetzt gemerkt. Ich nehme an, vor 20 Jahren wäre das nicht so gewesen. Ich habe gerne lange, weite Jacken. Ich fühle mich geschützter. Und man ist schon sehr ausgestellt. Also, besonders wenn man so viel in der Öffentlichkeit ist wie ich. Man ist sehr ausgestellt. Und ich habe gerne geschützt. Also, ich will mich jetzt nie so sehr exponiert anlegen. Sind Sie eitel? Was mein Äußere angeht, sehr wenig. Vielleicht mit zunehmendem Alter ein Spürchen mehr. Früher hatte ich es ein bisschen gratis. ich bin mehr im Kopf eitel, glaube ich. So, wenn man zum Beispiel sagt, das ist jetzt ein Mist, was du gesagt hast, dann tüpft mich das in meiner Eitelkeit. Und nicht, heute hast du aber scheiße ausgesehen. Okay, ja. Okay. Ein oder zwei Stunden geschlafen ist doch gleich. Also so, der kann viel besser umgehen. Aber wenn wir meine Integrität oder so anzweifeln, das tüpft meine Eitelkeit.